Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play F1 2017 mit mir, Alabach 1990, hier in China zum zweiten Rennen der Saison. Und natürlich mit Regen, aber mal gucken, was unsere Agentin sagt erstmal. Jo, besser als 8, besser als Hülkenberg und Platz 11 oder besser halt in der Meisterschaft. Ist definitiv alles möglich. Was jetzt nur das Problem sein werden wird, ist der Regen. Gleich im zweiten Rennen mit dem neuen F1-Bolin mal schön im Regen fahren. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was für Reifen ich kriege, also wie stark der Regen ist. Ob wir Inters fahren oder wirklich schon die Heavy Wets, also die blau markierten Reifen, also die Heavy oder Full Wets. Ja. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Ja. Ja, gut. Ich weiß nicht, warum mir Super Soft empfohlen wurde. Erstmal müssen wir da ein bisschen höher gehen. Und zweitens würde ich ganz gerne, starten würde ich super gerne mit einer anderen... Wieso kann ich dies nicht ändern? Nee, okay. Abstand der Fähren. Ich verstehe es halt nicht, warum ich nicht... Ach so, weil ich mit den Gefahren gestartet bin. Okay. Ist klar, ist logisch, aber ich verstehe halt nicht, warum ich keine Supersofts, keine Regenreifen kriege. Das finde ich echt ein bisschen dumm. Ich sag mal so, wir probieren es jetzt einfach mal. Wir starten jetzt einfach mal so. Ich werde nochmal kurz meine Strategie rückgängig machen und dann starten wir einfach mal. Scheinbar ist es noch nicht nass genug. Für... Dingens. Für, na, sag schnell. Für Intes? Ich würde schon fast sagen, dass das eigentlich Intermediums-Wetter ist und nicht noch super soft. Obwohl, eigentlich, es geht ehrlich gesagt noch. Aber ich finde den Sound halt mega cool. Den haben sie super eingefangen. Muss ich dazu sagen. Okay, ein bisschen... Okay. Das kann auch sein, also sind... Kann das sein, dass die neuen Autos hier, die neuen Bolinen, Fahrzeuge, whatever, Flitzer, Renner, gibt ja so viele Möglichkeiten, nicht so anfällig für Regen sind? Also ich muss sagen, aktuell, gucken, schalt mal im zweiten. Geht eigentlich. Darum habe ich auch keine Inters bekommen. Aber eigentlich ist das schon Interwetter, fast. Also ich hätte jetzt eigentlich schon bei 16 Inters bekommen. Okay, das war ungünstig. Oh, okay. Alles klar, ich muss auf jeden Fall... Es wird auch angezeigt... Eieieiei. Dass meine... Bremsen überhitzen. Oha. Dass die Temperatur zu hoch wird. Auch die Dingenstemperatur wird sich extrem steigern. Das habe ich letztens gesehen. Die Reifentemperatur ist sonst immer beim 16er immer knapp auf 100 Grad gekommen. Und hier gehen sie weit über 100 Grad. Das ist jetzt das zweite Rennen. Ich darf halt bloß nicht vergessen, nicht, dass mir mein Motor irgendwann aufraucht. Dass ich da auch mal nachgucke und eventuell mal ein paar Motorteile wechseln tue. Okay, wir sind auf jeden Fall Dritter. Ne, Vierter. Genau, wir sind Vierter. Ja, ich muss mal schauen... Ja, ist okay. Ich muss mal schauen, wenn es weiter, also wenn wir weiter so, ich sag mal, im vorderen Feld mitfahren, was ja für ein Renault eigentlich nicht ganz so üblich ist. Obwohl, 4., 5., 6., so Mittelfeld sollte eigentlich schon drin sein. So immer so 5, 6, 7 von, sagen wir mal, zwischen 5, 6 bis, keine Ahnung, Platz 10. Wenn wir aber immerhin 4., 1. oder sonst irgendwas werden.
Wir haben auf jeden Fall einen guten Start erwischt. Oha, also es ist wirklich mega rutschig. Wie gesagt, es ist sehr eigenartig, dass ich hier noch auf Softs fahre, also auf Trockenreifen, auf Slicks und nicht schon auf... Ich drücke noch nicht ganz durch, jetzt bin ich im Vollgas, das seht ihr ja unten rechts. Denn einmal auf der Bremse, genau, fahr mir rein. Neben Hamilton und, beziehungsweise war ja Bottas, mit Fahrnummer. Da müssen wir vorsichtig fahren. Das heißt, unser Motor, den müssen wir beim nächsten Mal schon wechseln, beim dritten Rennen. Oh, beim dritten Rennen. Müssen wir kurz mal reingucken, okay. Die Bremspunkte verändern sich auch natürlich. Das habe ich jetzt nicht so bedacht. Und eben nicht dran gedacht, sagen wir es mal so. Oh. Da wurde das Heck aber ganz schön leicht eben beim Rausbeschleunigen. So. 52%. Ist noch ganz okay. Am ersten Gang war ich auch hier wieder relativ spät auf der Bremse war. Ich hoffe mal, dass mein Motor nicht jetzt schon schlapp macht. Nach den ersten paar Runden. Ich hoffe mal, dass ich mit dem Motor das Rennen fertig fahren kann und dann müssen wir den Motor definitiv tauschen. Mal rum. Jetzt schön vorsichtig rausbeschleunigen. Auch relativ früh hochschalten, dass er nicht allzu lange in Drehzahlbegrenzer ist. Also, das passt schon. Also, wenn man weiß, wie sich das Auto fährt hier im Regen, in so einem Pisselregen, ist er auf jeden Fall gut zu steuern. Vor allem durch die relativ gute Aerodynamik, was halt den Boden Anpressdruck, also den eigentlichen Grip angeht, kann man den auf jeden Fall super beherrschen. Und so wie es ausschaut, da muss ich definitiv früher bremsen, werden wir das Rennen eventuell, wenn jetzt nichts großartig passiert mit meinem Motor, definitiv mal bis im nächsten Rennen werde ich da mal die Dinge zu hochschalten. Irgendwie mal von 60 auf 70 hochgehen. Dass wir da ein bisschen mehr Möglichkeiten haben in Sachen Kämpfe und sowas. Weil ich würde doch schon ganz gerne realistisch fahren. Weil normalerweise dominiert ja Mercedes bzw. Ferrari die Formel 1. Und da hat Renault eigentlich noch keine Möglichkeiten, irgendwie ranzuhauen. Oh, da hat man gemerkt durch den Runterschalten. Ich finde es auch so cool, wenn halt die Vorderräder den Grip verlieren, dass es halt auch so relativ schön in eine Lenkung reingeht. Dass auch da denn der... Okay, dass auch da halt die Lenkung und das Force Feedback dann auf einmal so leicht wird, dass man halt auch das wirklich mitkriegt. Das war am 16er auch so, aber noch nicht so stark wie jetzt hier. Kann man auch in den Einstellungen separat einstellen, ob man das haben möchte oder nicht. Oh, das war knapp. So, wir müssen auch hier wieder 13 Runden fahren, wie gesagt. Der Motor zeigt erste Verschleißspuren. Optimalleistung nicht mehr möglich. Ja, das passt schon. So, mal ein bisschen früher bremsen. Aber ansonsten geht's eigentlich. Ja, 25% Renndistanz. Wieder am Start.
natürlich geht jetzt bei mir in Real Life die Sonne ein bisschen von den Wolken weg. Also die Wolken gehen vor der Sonne weg. Aber ich finde es auch, wie das Force Feedback hier super zusammenspielt. Also auch das Gas lässt sich hier super dosieren. Also es fährt sich sehr, sehr schön. Also sehr smooth alles. Sehr, sehr schönes Spiel auf jeden Fall geworden. Alter. Auch die ganzen Details und so haben sie sehr, sehr schön hingekriegt von den Autos. Müsst ihr mal drauf achten. Im 16er beispielsweise hat der Frontflügel ja schon relativ gut gewackelt, wenn ich über eine Bodenwelle oder so was gefahren bin. Das macht er hier auch nochmal. Bisschen nochmal alles drum und dran. Aber auch durch die ganzen Upgrades, was Codemasters jetzt hier reingehauen hat. Mit den, dass der Motor kaputt gehen kann, weil das war in 16 eigentlich unmöglich, da den Motor zu zerscherbeln, außer man fährt halt dauerhaft im Drehzahlbegrenzer und selbst dann braucht man mega lange, um den halt kaputt zu machen. Aber dass man jetzt hier wirklich drauf aufpassen muss, pass auf, zwei Rennen kann der Motor, wenn man gut fährt, vielleicht sogar auch drei Rennen, keine Ahnung, überleben. Und dann muss er gewechselt werden. Oder repariert werden, gewartet werden, was weiß ich. Das heißt, man muss auch Motoren schon fahren. Wenn man halt führt, relativ früh immer hochschalten, dass er nicht so schnell, nicht so lange im Drehzahlbegrenzer und sowas fährt. Also drum und dran. Ist schon schön. 56% haben wir. MGOH. Die Hitze. Also die komische Einheit da, die Hitze. Also durch Hitze irgendwie Energie gewinnt oder sowas, keine Ahnung. Ist ja auch immer so eine Sache für sich, der ganze Kram. Hat 32%. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich vorm nächsten... Okay. Oha. 16,7 Sekunden. Da wurden meine Vorderräder... Oh, da wurde ich aber... ganz schön da durchgeschoben. Macht schon Laune. Auch hier jetzt so zu fahren. Auch mal im Regen. Auch mal im Regen ohne Inters oder sowas zu fahren. Ja, man kann die Autos richtig schön präzise in die Kurve schmeißen. Macht schon Laune. Ohne Scheiß. Schönes Spiel. Ja, da komme ich ein bisschen weit raus. Einfach mal ein bisschen rollen lassen. Immer schön smoothen fahren. Da war ich zu lange im dritten Gang. Scheiße. Da hat man gleich gesehen, wenn man länger halt im Drehzahlbegrenzer ist, wie der Verbrennungsmotor Zustand... Oh! Wie der Zustand eiskalt nach oben geht. Ich weiß gar nicht, auf was für Räder ich wechseln soll. Ich muss gleich mal gucken. Auf was er mich schicken möchte. Auf Soft. Das heißt, ich werde noch eine Runde fahren. Dass ich nochmal ein bisschen Zeit rausholen kann. Vielleicht fahren sie jetzt auch schon alle rein. Ich weiß es nicht. Dass ich jetzt halt durch meinen Fastdreher bzw. Fastabflug noch mal ein bisschen Zeit gefunden kann. Der erste fährt schon mal rein in eine Box. Aber das Startziel so holprig ist, kam hier... Oh, da ging er wieder von vorne nach hinten durch. Da bin ich wieder komplett gerutscht. Also mehr werde ich auf jeden Fall auch nicht vorproduzieren. Das ist jetzt am 25. also alles so am Release Day vorproduziert. Dann schauen wir mal, was ihr dazu sagt, wenn sich das überhaupt einer anschaut. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade. Aber gut, mein Kanal ist halt doch
mehr für... Eigentlich mehr für COD, beziehungsweise so Ego-Shooter bekannt, aber da ich ja auch meinen Kanal mache, also ein Variety-Games-Kanal, beziehungsweise generell ein bisschen Variety, also ne, Varianz, ne? Variabilität, genau, ich kam halt auf den Namen gerade nicht. Finde ich es eigentlich ganz okay, da auch mal so ein Motorsport-Wochenende zu machen, dass vielleicht da noch ein bisschen was reinkommt. An Abos oder so, oder an Views, whatever. Vielleicht durch PKs 2 vielleicht noch ein bisschen. Ich weiß, es gibt ein großes Streamer sag ich schon, größere Motor, aber die rein Motorsport machen. Aber gut, ist halt so. So, dann würde ich mal sagen. Werde ich mal jetzt mal reinfahren. Obwohl es eigentlich mit den Reifen noch geht. Aber ich werde jetzt mal reinfahren. Zack. So, ich hoffe mal, dass das jetzt so funktioniert, so wie ich es eingestellt habe, so wie ich es haben möchte. Okay, alle anderen, die hinter mir sind, kommen auch alle rein. Ich habe einen relativ weiten Weg bis zu meiner Crew. Interessant, dass man... Interessant, dass die... Okay, so wie ich das haben möchte, ist es perfekt jetzt. Nico ist in der Box. Hat er hinter mir gestoppt? Muss ganz gerne, aber... So, wir bleiben mal hier drauf. Dann seht ihr, wie die... obwohl, ist eigentlich relativ... Jo. Hülkenberg ist hinter mir reingekommen. Hat super gepasst. Jetzt dürfen wir bloß nicht in Magnussen reinrutschen. Oder irgendwas, der fährt ja schon mit alten Reifen. Nee, da lassen wir lieber ziehen, das wäre ein bisschen zu krass geworden. Den da einfach so zu überholen, nee. Aber auch die... Irgendwie haben sie doch ein bisschen realistischer gemacht, dass die Temperaturen der... Der Bremsscheiben um so höher gehen. Ansonsten mehr als 980 Grad oder so hatte ich in F1 16 nie erreicht. Jetzt gehen sie 1100 Grad. So, natürlich vorsichtig. Frische Reifen sind noch nicht auf Temperatur. Beziehungsweise sollten jetzt so langsam auf Temperatur kommen. Okay, mein Motor wird auf jeden Fall ganz schön beansprucht. 59%. Oh Mann. Wird auf jeden Fall hart. Also das Rennen wird auf jeden Fall durchstehen. So ist es nicht. Aber ich weiß halt nicht, ob ich den im dritten Rennen schon noch drinnen belassen soll. Ich weiß gar nicht, wie viele... Ich weiß gar nicht, wie viele Rennen echt der Motor aushalten muss. Ich glaube, 3 Rennen, ne? 3 Rennen, 4 Rennen. Oh. Ja, das waren die nassen Curbs. Ich kam jetzt eben nicht mehr von den Curbs weg. Ach, Mann, Alter. Zum Glück habe ich so einen guten Abstand. Aber da werden wir definitiv auch noch ein bisschen was ändern. In der... ja, in der Schwierigkeitsgrad. Einstellung, dass wir da, ich denke mal, auf 70% oder sowas gehen. Dass wir da ein bisschen mehr im Mittelfeld reinhängen. Nicht, dass wir schon im ersten Jahr mit Renault, die, ich sag mal, nur halb so gut sind vom Auto her. Die Fahrer sind ja top. Hülkenberg ist ein richtig top Fahrer. Den hätte ich mir eigentlich, ehrlich gesagt, auch bei Mercedes vorstellen können. Statt Bottas. Weil der fährt doch echt gut. Der hat in Force India super Job gemacht. Jetzt so die ersten paar Rennen. Weil ist ja fast Halbzeit, glaube ich schon. Ich glaube, wenn jetzt am diesem Wochenende... Beziehungsweise am letzten Wochenende war Spa, dann müsste, glaube ich, Halbzeit gewesen sein. Er macht halt auch im Renault immer... Boah, alles möglich.
so gut wie möglich, alles relativ gut. Und von daher. Ich finde das auch beim Runterschalten. Ich finde den Sound hiervon mega schön, knackig. Richtig nice. So, 8 Runden haben wir mal gerade gefahren. Denke ich mal, da werden wir irgendwie knapp bei 35 Minuten oder sowas ankommen. Ja. Alleine die Fahrzeit. Da wird mein Vorderrad wieder ein bisschen leicht. Die fahren immer zu die schnellsten Runden. Dann würde ich mal sagen, hauen wir mal hinterher. Ich würde ja super gerne auf Fett fahren. Aber das ist natürlich wieder zusätzliche Leistung und ich weiß nicht, ob mein Motor mitmacht. Weil ich würde ganz gerne, auch wenn ein bisschen gemogelt jetzt nicht. Nicht wirklich, dieser Platz jetzt nicht wirklich aussagekräftig ist. Aber ich würde ihn halt trotzdem ganz gerne mitnehmen. Das heißt, ich würde meinen Motor ganz gerne so gut wie es geht schon, dass ich halt wirklich noch die letzten 5 Runden hier noch durchkommen. Ich hätte mal drauf achten sollen, mit wie viel Prozent. Ich habe 2 Rennen gefahren. Davon natürlich Training, Quali, ein komplettes Season macht circa 30%. Kommt das hin? Oh. So viel dazu mit der schnellsten Rennrunde. Kommt das? Ich glaube, das kommt sogar fast hin. Ah, Leute. Okay. Ich glaube, das kommt sogar fast hin mit. Oder 35%. Sagen wir mal 35% pro Rennen. Circa zumindest. Oder 33. Irgendwas so um die 30%. Würde ich mal fast sagen. Weil ich habe 62% nach 2 Rennen. Ah, da stand ich zu lange auf die Dingens. Für Bremse und zu früh, zu spät gebremst. Jetzt kommen so die langsam ein bisschen Konzentrationsschwächen. Aber wir haben nur noch zum Glück nicht mal allzu viele Runden. Was interessant wäre, aber ich glaube nicht, dass das im Multiplayer so funktioniert. Dass man da, wenn man eine richtige Online-Meisterschaft macht, dass man da dann auch immer gucken muss, pass auf, so und so, mit den Motoren wechseln. Ich glaube nicht, dass das funktioniert da. Weil das wäre halt nochmal eine Möglichkeit, richtig zu spekulieren. Ich denke mal, ich weiß gar nicht, ob Formel 1 überhaupt in der ESL drin ist. Project Cars ist auf jeden Fall drin, das weiß ich. Aber wenn F1 in der ESL drin ist, das wäre halt sehr interessant für ESL-Meisterschaften, wenn halt diese Mechanik da mit drin wären. Dass man da auch die ganzen Sachen ändern muss, beziehungsweise was heißt ändern? Ja doch, austauschen und alles. Weil die halt denn Defekte aufweisen. ETC. Das wäre halt auch für sowas, für oh. Habe ich ein bisschen zu schnell runtergeschalten. Na, es geht aber. Ich finde es aber immer noch sehr interessant, wie zahm dieses Auto ist. Ich also, sagen wir es mal so, in den Einstellungen, die ich fahre. Mit weniger Traktionskontrolle wird natürlich bis deutend härter. Muss man dazu sagen. Ich schalte mal einen höheren Gang. Einfach nur, um meinen Motor zu schonen. Dass er nicht so lange so hoch dreht. Aber
So wie jetzt, also wie gesagt, mit meinen Einstellungen fährt sich das ganz gut. Etwa 5 Runden. Vor allem ist es auch ein entspanntes Fahren. Aber es, ich denke mal, es wird noch ein bisschen heftiger Regen. Also es wird wahrscheinlich auch einen richtigen heftigeren geben, Regen geben, wo man halt wirklich mit Interest fährt. Beziehungsweise mit... Wir werden mindestens 20 Minuten leichten Regen haben, vielleicht länger. Leichten Regen. Okay. Also wo man dann halt wirklich mit Heavies, beziehungsweise also mit den blauen, beziehungsweise mit den grün markierten Regenreifen fährt. Das würde es halt dann noch ein bisschen besser rüberbringen. Ich weiß halt nicht mehr, mit was für eine Einstellung, beziehungsweise mit was für eine Traktionskontrolle ich im 16er gefahren bin. Oh! Da, immer vom vierten, dritten rein, an der Position, kommt das Heck immer. Ja, sieht aber gut aus. 1,7 Runden. Mit dem Verbrauch haben sie auf jeden Fall auch was geändert. Da hätte ich auch ein bisschen... Da habt ihr die beiden Gasstöße gemerkt, ne? Das heißt, ist ein Zeichen, dass ich zu früh gebremst habe. So, einmal... Sechsten ist... Dann müssen wir doch so fahren. Vierten rein. Schön um die Ecke. Einmal raus. Hier im dritten reinrollen lassen. Halbgas, Vollgas. Weiter Vollgas. Einmal kurz das Auto abfangen. Hoch im fünften, rin im sechsten, im siebten. Bei 100 Meter anbremsen. Im zweiten rein. Hoch beschleunigen. Zweiten weiter. Dritter, vierter. Vorsichtig mit dem vierten wegen Regen. Im fünften reinschalten. Raus beschleunigen. Rein im sechsten. Bei 200, knapp 260 rin im siebten. Und bei knapp 285 im sechsten. Sollte es ganz können. Ist nicht schlecht. 315 oder so müssten wir eigentlich gehabt haben. So, rein im ersten wieder. Zweiten, dritten, vierten, fünften. Rein im sechsten. Im dritten rein. Einmal hart über die Curbs. Vierten wieder rein. Fünften. Sechsten. Rein im siebten. Und rein im achten. Bisschen abbremsen. Ah, da wurde diesmal mein Heck nicht leicht. Ah, jetzt wird es aber wieder. So. 113 Grad, so die Temperaturen sind halt nur ein bisschen hart an der Grenze von den Bremsen. Interessant, dass Hülkenberg das Rennen aufgeben musste. Schalten wir mal wieder im siebten rein. Um halt nicht die extrem hohe Belastung von Drehzahl zu haben. Oh, da hat er abgestellt. Ich bin auch mal gespannt, wie es nachher mit dem Safety Car ist. Oder falls es ein Safety Car Go gibt. Wie es das ist, ob man... Denn irgendwie, ich sag mal, ein Bergekran oder so sieht, dass man halt auch sieht, pass auf, da ist ein schwerer Unfall. Und es macht halt Sinn, ein Safety Car zu holen. Ne? Oder ob man dann halt auch wieder nur im Kreis fährt. Hey, auf dem Kreis, auf dem Rundkurs im Kreis fährt. Ja, GG. Nee, dass man dann auch sieht, vielleicht, dass irgendwie die Trümmerteile oder sowas halt auch irgendwie geborgen werden oder sowas. Das fehlt mir, wenn man halt das Safety Car anhat. Dass man halt sieht, pass auf, dass das Safety Car auch irgendwie einen Sinn und Zweck hat. Aber ich weiß halt nicht, inwiefern man das jetzt einprogrammieren kann, dass dann irgendwie da... Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Okay. Dass denn da irgendwie, keine Ahnung, ein paar Leute stehen mit einem Besen oder sowas und die Teile wegfegen oder sowas. Oder dass man vielleicht sogar mit einem Safety Car... Die Kurve ist, habe ich mega verkackt. Oder ich sag mal, wenn es auf Start und Ziel
ein Unfall passiert und Safety Car kommt raus, dass die Trümmer dann, weil denn nahe so viele Trümmer sind und Bergen und so, dass man dann langsam durch die Boxengasse fährt. Das wär halt, sind halt so Sachen, die man vielleicht irgendwie alles mit einbauen könnte. Ich weiß halt nicht, wie inwiefern das realisierbar ist. So, einmal rennen im siebten. Einmal rein im vierten. Fahren wir mal im zweiten. Aber wie gesagt, ist ein schönes Spiel. Oh. Link ist natürlich wieder unten in der Beschreibung. Einmal zu Gameladen, da müsst ihr einfach bloß dann eine Suche eingeben. F1 2017. Und bei Games Only, wenn ihr es für Konsole haben möchtet, habe ich euch mal die PS4 Version. Oh, Magnussen, das gab er langsam. Da habe ich euch mal die PS4 Version verlinkt. Einfach unten draufklicken und dann könnt ihr auch einfach bei Suche eingeben. Da könnt ihr dann auch ebenfalls andere Konsolenspiele, natürlich auch PC-Spiele, oh, holen. Aber mit, jetzt mal zurück mit meinem Motor, mit den 35% pro Rennen, ist an sich relativ korrekt, muss ich sagen. So circa. Holy shit, 35 Minuten ging die Aufnahme. Gut, ein bisschen muss ich noch rausschneiden. Anfangs Geplänkel. Also ich mache die Aufnahme an, warte kurz, bis das alles geladen hat. Dann begrüße ich ja, das heißt, die paar Sekunden gehen dann raus. Renault hat hier und heute eine grandiose Leistung und ja. Ganz oben aufs Treppchen manövriert. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit, wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Wie Sie sehen können, ist es Zeit für das Rennen. Unter unserer Kommentatorenbox, da flippt das Team von Renault beim Einlauf ihres Fahrers förmlich aus. Was für ein großer Sieg, der dem Team sehr viel bedeutet. Und da sind wir. Ist zwar ein bisschen unverdient, weil wegen der Schwierigkeit, aber egal. Nehmen wir einfach mal mit. Das lassen wir so, das ist okay. Und ich würde sagen, falls jetzt nochmal ein Event kommt, na, bitte kein Lade, kein Standbild. Wenn jetzt noch ein Event kommt, werde ich auf jeden Fall, bevor ich das auswähle, abpausen. Das Event noch fahren und dann. Ja, wartet. So, da sehen wir nochmal. 12 von 30 haben wir schon. 6 Punkte Vorsprung. Und hier gehen wir auch ordentlich hoch. Also man bewegt sich auf jeden Fall langsamer nach rechts und nach links. Das ist auch nicht schlecht. Vor allem auch der Ruflevel ist nicht schlecht. Das heißt, der Ruflevel ist halt, umso besser man bei den Gegnerteams sind. Umso besseren Ruf man hat bei den Gegnerteams. Beispielsweise bei Mercedes, Ferrari oder sonst irgendwas. Umso schneller würde man einen Vertrag bei den Top-Teams bekommen am Ende der Season. Denke ich mal. Ich weiß nicht, ob man in Mid-Season wechselt. Nee, Mid-Season ist ja eigentlich Schwachsinn. Also am Ende des, ne? Am Ende der Season kann man dann halt wechseln. Jo, wir sind als nächstes in Bahrain. Natürlich dann die dritte Strecke hier am Start im 2017er Season. Und ich würde sagen... Hi, ich habe was Interessantes für dich. Die Leistungsupgrades, über die wir neulich gesprochen haben, sie wurden nun ans Auto montiert und die Daten sehen gut aus. Sieh dir mal die Details an. Alright, wir haben jetzt noch mal ein bisschen eine bessere Zündanlage, ein verbessertes Zündanlage, kann das Timing der Zündketten effizienter kontrollieren und die Leistung des Motors steigern. Jo, aber wir gucken jetzt noch mal ganz kurz rein. Und müssen definitiv beim nächsten Mal hier ein bisschen was wechseln. Wir haben erwartete Lebensdauer 19 Runden. Wäre eventuell nochmal ein Trainingsmotor, aber ansonsten, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Auf jeden Fall, ich bin raus. Ich bin Alabach 1990. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen beim nächsten Mal mit Bahrain weiter. Hoffentlich verpeile ich nicht, den Motor zu wechseln. Auf jeden Fall, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ciao.